Merle Strunk und ich bin als Bildungsreferentin für die Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung tätig. Heute darf ich Ihnen mein liebstes Ausstellungsobjekt zeigen und das ist dieses Fotoalbum, was Sie hier neben mir sehen. Es zeigt private Fotoaufnahmen der Familie Schmidt bis etwa zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Außerdem zeigt es auch Kinder- und Jugendfotos von Hannelore Glaser, besser bekannt als Loki, Helmut Schmidts Schulfreundin und spätere Ehefrau. Wie Sie vielleicht erkennen können, dieses Fotoalbum hier ist kein Original. Es wurde von den Ausstellungsmacherinnen zusammengestellt, um einen bestmöglichen Einblick in die frühen Jahre von Helmut Schmidts Leben zu geben, in seine familiären Hintergründe, in das Aufwachsen in Hamburg, der Weimarer Republik und dann auch in die Zeit des Nationalsozialismus, die sich natürlich auch auf Helmut Schmidt ausgewirkt hat. Er war Mitglied in der Hitlerjugend und musste nach dem Abitur Arbeits- und Wehrdienst leisten. Im Zweiten Weltkrieg wurden dann durch die Bombenangriffe auf Hamburg auch viele private Besitztümer der Familie Schmidt zerstört, darunter auch viele Fotos. Die Familie, insbesondere Loki, hat dann mit Hilfe von Verwandten Fotos neu zusammengetragen und in Alben zusammengestellt. Im Helmut-Schmidt-Archiv in Hamburg-Langhorn sind viele Fotoalben der Familie überliefert. Darin sind aber nicht nur Fotos, sondern auch Prospekte oder Postkarten, Zeitungsausschnitte. Und das ist ja eine Praktik, die wir von uns selber kennen, diese Art des Erinnerungssammelns, wichtige Ereignisse fotografisch festhalten. Das machen wir heute zwar eher digital, aber die Art ist doch irgendwie die gleiche. Mich persönlich haben immer sehr die frühen Fotos von Helmut Schmidts Leben interessiert. Helmut Schmidt ist aufgewachsen in Barmbek und Eilbek und ich habe festgestellt, ich habe einmal direkt um die Ecke gewohnt, wo Helmut Schmidt auch gelebt hat, in der Schellingstraße. Ich habe dann in historischen Adressbüchern die Hausnummer recherchiert und den Standort des Gebäudes und dann habe ich angefangen, mir vorzustellen, welchen Weg Helmut Schmidt von dort aus als Kind wohl genommen hat. In die Schule, zum Klavierunterricht oder an die Alster, zum Rudern, was eins seiner Hobbys war. Also man fängt an, mit einer Art historischen Brille durch seine eigene Stadt zu gehen und das finde ich super spannend. Und deswegen ist dieses Fotoalbum hier mein liebstes Ausstellungsstück.